Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt gerade voll lange überlegt, ob das irgendwie blöd ist, dass der Weihnachtsbaum im Hintergrund ist. Das ist ja kein Weihnachtsvideo und wenn du das Video jetzt im Juni 2021 siehst und denkst dir so mega seltsam, aber ich weiß nicht, wo ich anders hin sollte hier in der Wohnung. Also deshalb sitze ich jetzt hier vor meinem Weihnachtsbaum, ist ja auch total egal. Aber heute soll es mal um das Thema Kinderwunsch und Schwangerwerden gehen. Seitdem ich verkündet habe, dass ich schwanger bin, habe ich so viele Nachrichten bekommen und Fragen bekommen, was ich gemacht habe, wie lange es bei uns gedauert hat, hat ganz viele interessiert, ob ich irgendwas unterstützend gemacht habe, ob ich irgendwelche Tipps geben kann, wie das besser, schneller klappt. Und ja, da wollte ich jetzt einfach mal heute in dem Video meine Erfahrungen mit dir teilen. Was mir noch voll wichtig wäre, am Anfang von dem Video zu sagen, weil ich finde, der Titel von dem Video ist so ein bisschen, naja, fragwürdig. Schnell schwanger werden, das ist so, ich möchte nicht, dass sich dadurch irgendjemand getriggert fühlt oder unter Druck gesetzt fühlt, aber es ist ja nun mal einfach so, das Video soll ja auch gefunden werden und ich glaube, dass die meisten Frauen, die einen Kinderwunsch haben, schon mal sowas in der Art gegoogelt haben oder in der YouTube-Suche eingegeben haben, wie eben schnell schwanger werden. Deshalb habe ich diesen Titel gewählt, aber ganz, ganz wichtig, ich möchte damit niemanden unter Druck setzen. Es ist ein super heikles und sensibles Thema und ich kann dir eben auch nur von meinen Erfahrungen berichten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das im Hinterkopf behältst und nicht dann die Schlussfolgerung ziehst, ja, wenn es jetzt bei mir dann nicht direkt so klappt, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Das ist absolut nie der Fall. Du hast gar nichts falsch gemacht und dieses ganze Thema, ja, der weibliche Zyklus, unser Hormonhaushalt, das Thema Schwangerschaft, schwanger werden, es ist und bleibt einfach auch, natürlich kann man es biochemisch erklären, aber es bleibt einfach auch ein Wunder, dass es überhaupt funktioniert und dass es überhaupt möglich ist. Und da spielen so viele Sachen mit rein, dass man nicht genau sagen kann, mach das so und so und dann bist du sicher morgen schwanger. Du weißt es selbst, dass auch die Psyche da viel mit reinspielt und ja, da werden wir jetzt heute ein bisschen drüber sprechen. Ich werde dir meine eigenen Erfahrungen mitgeben und am Ende werde ich auch noch so ein bisschen ein paar allgemeine Tipps dazu geben. Was ich glaube, was beim Thema Kinderwunsch immer sehr vernachlässigt wird und ja, so Sachen, wo man auch mal, wo es sich dann auch mal lohnt, drauf zu schauen, wenn es jetzt vielleicht nicht so schnell klappt. Denn es ist auch ganz normal, dass es nicht sofort klappt. Also, dass man sagt immer so nach einem Jahr ist es durchaus normal, dass es auch bis zu einem Jahr dauern kann, bis man schwanger wird, weil die Wahrscheinlichkeit in jedem Zyklus auch nur sehr, sehr gering ist, auch wenn alles medizinisch gesehen in Ordnung ist. Ich hatte ja schon mal erzählt, auch in dem Video, wo ich verkündet hatte, dass ich schwanger bin, dass ich so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, da kenne ich sehr, sehr viele, wo es ganz schwierig war, schwanger zu werden, teilweise sogar unmöglich. Und das war bei mir immer so noch ein bisschen im Kopf drin. Und ich bin auch davon ausgegangen, mein Mann und ich, wir sind jetzt auch nicht mehr blutjung, ich bin 34. Das ist auf jeden Fall, also ich habe auch so damit gerechnet, es wird so ein Jahr dauern. Oder vielleicht sogar auch noch länger und hatte auch immer im Hinterkopf auch immer so eine vage Angst, was, wenn es denn überhaupt nicht klappt? Könnte ja sein, warum sollte es bei uns klappen? Und ja, war dann sehr, sehr überrascht, dass es geklappt hat und dass es auch so schnell geklappt hat. Das kann ich dir natürlich jetzt nicht 100% versprechen, dass es an den Dingen liegt, die ich gemacht habe, aber ich habe einiges gemacht, was ich mir vorstellen könnte, was dazu geführt hat, dass es doch relativ schnell bei uns geklappt hat. Die Sachen, die ich jetzt, ich zeige dir jetzt erstmal so Nahrungsergänzungen, die ich genommen habe, die habe ich per se nicht genommen, um schwanger zu werden, sondern eigentlich aus anderen Gründen. Wenn du meine Videos schon länger guckst, dann kennst du das. Weiß gar nicht, wie oft ich das schon gezeigt habe. Und zwar habe ich Anfang des Jahres angefangen, Kurkuma-Gerstengras zu nehmen. Nicht, weil ich schwanger werden wollte direkt, sondern damals noch mit einem anderen. Ich hatte öfter so Verspannungen und habe mich ein bisschen eingelesen, so euren Basenhaushalt regulieren. Ich habe das schon so angepriesen. Es gibt auch Videos dazu auf meinem Kanal, also wenn sich auf das Thema Säure-Basenhaushalt, Faszien und sowas interessiert.
kannst du dir das nochmal extra anschauen. Ja, und dann habe ich damit begonnen und habe das wirklich jeden Tag getrunken. Ich nehme meine ganze Nahrungsergänzung von InnoNature, weil die einfach super reine Inhaltsstoffe haben. Das sind super Produkte. Ich bin total begeistert von denen und ich nehme das auch jetzt in der Schwangerschaft ausschließlich. Habe sogar einen Rabattcode auch für dich. Der steht unten in der Infobox. Also wenn du da bestellen möchtest, kannst du den gerne nehmen. Und von denen ist auch dieses Kurkuma-Gerstengras. Das ist ein Mix. Und das habe ich jeden Tag getrunken mit Saft. Und es hat mir auch, ach, so viele Sachen. Meine Haare sind fantastisch geworden dadurch. Ich merke tatsächlich jetzt auch in der Schwangerschaft, wo ich es nicht mehr trinke, denn Kurkuma, sobald du schwanger bist, in hoher Konzentration nicht mehr nehmen, kann Blutungen auslösen. Musst aber keine Angst haben. Also ich habe das tatsächlich auch genommen, bis ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte und dann habe ich damit aufgehört. Kannst auch in der Schwangerschaft Kurkuma essen, so im Curry oder so, kein Thema, aber diesen hochkonzentrierten, wie hier drin oder in den Kapseln, das solltest du dann nicht mehr nehmen. Ja, und ich merke richtig in der Schwangerschaft, dass mir gerade das Gerstengras voll abgeht, weil meine Augenbrauen sind dünner geworden und meine Haare sind nicht mehr so dick wie damals, als ich das genommen habe. Ja, warum ist das jetzt gut zum Schwangerwerden? Also Kurkuma ist zum Beispiel super, Kurkuma ist extrem entzündungshemmend und wir haben alle gewisse Entzündungsherde in unserem Körper, das merken wir gar nicht. Das muss jetzt nicht eine entzündete Stelle auf der Haut sein, sondern das können so diverse Ursachen sein und da ist Kurkuma wirklich super und das kann eben auch mit der Fruchtbarkeit zusammenhängen. Gerade auch das Thema Säure-Basen-Haushalt, dass wenn da irgendwelche Disbalancen sind und dein Körper übersäuert ist, kann sich das auch auf die Fruchtbarkeit auswirken. Deshalb ist auch Kurkuma auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn du einen Kinderwunsch hast. Kurkuma reguliert auch den Blutzuckerspiegel. Das, finde ich, ist auch eine tolle Sache. Und dann natürlich noch ja, das Gerstengras. Das Gerstengras wirkt zellerneuernd und das ist ja natürlich auch ganz, ganz wichtig. Wir kreieren ja, wenn wir schwanger werden, neues Leben und das unterstützt eben sehr gut auch den Säurebasenhaushalt und ja, das ist unter anderem auch der Grund, warum davon die Haare so unglaublich gut wachsen. Denn was dabei wichtig ist, Kurkuma, das Kurkumin, ist fettlöslich. Also das ist zwar hier mit dem Pfeffer schon drin. Viele sagen, ihnen reicht der Pfeffer aus. Der Pfeffer ist quasi so der Reiz, so ein bisschen die Darmwände, die Darmschleimhaut und dann soll das der Körper besser aufnehmen. Ich bin eher Team Fett mit dazu nehmen. Und zwar hatte ich nämlich dann einfach immer mit dazu genommen, mein Vitamin D3 und mein Vitamin K2. Das habe ich auch nicht in Bezug aufs Schwangerwerden genommen, sondern, das würde ich jedem empfehlen, ganz viele Leute oder fast alle von uns haben einen D3-Mangel. Ich habe ja in meinem Video zum Thema Nahrungsergänzung so habe ich schon viel darüber gesprochen. Aber eben gerade wenn du einen Kinderwunsch hast, Vitamin D3 auf jeden Fall dein Freund. Denn D3 ist ganz wichtig für die normale Entwicklung der Eizelle. Es ist ganz wichtig für den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Und das sind ja Prozesse, die beim Thema Kinderwunsch natürlich involviert sind. Ja, die Eizelle muss ja, das sind ja so viele Prozesse, die muss befruchtet werden. Dann muss sie sich richtig einnisten. Dafür braucht natürlich die Gebärmutterschleimhaut eine gewisse Dicke. Und ja, wenn dort irgendwas nicht funktioniert, es sind so viele kleine Prozesse, wo irgendwas nicht funktionieren kann und nicht oder schief gehen kann. Und dafür ist es sehr, sehr gut. D3 auch nicht nur für dich, sondern auch für deinen Partner. Ganz, ganz wichtig. Also ruhig die Nahrungsergänzung. Ich habe auch meinen Mann, der trinkt es auch. Und der nimmt auch das D3 und das K2. Der nimmt eigentlich alles, was ich auch nehme, außer das Maca. Das zeige ich dir gleich noch. Da gibt es Unterschiede. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig beim Thema Kinderwunsch. Wir Frauen denken immer so, ja, es geht dabei nur um uns und wir müssen irgendwas machen. Der Mann ist genauso involviert und es kann genauso sein, dass bei diesem Prozess beim Mann irgendwelche Sachen auftreten, die ein bisschen Unterstützung brauchen. Ja, dann das D3 immer zusammen mit K2 in der Verbindung nehmen. Es gibt auch viele so Kombitropfen. Und das hatte ich auch schon einige Male erklärt, wie das zusammenhängt. Das wird jetzt hier den Rahmen springen, aber wir nehmen das beide. Diese Tropfen und das habe ich dann immer mit dazu genommen. Dann hast du quasi das Fett. Sollte auch unmittelbar zu dem Kurkuma-Gerstengras sollte das genommen werden. Du kannst auch ein Butterbrot oder so dazu essen, aber es ist wichtig, dass du ein bisschen Fett mit dabei hast. Ja, dann ganz, ganz wichtig, das Maca. Das hatte ich dir auch schon öfter gezeigt. Ich hatte mir ja immer so einen Drink gemixt, ich habe es auch in den Food Diaries immer gezeigt. Das Maca, das habe ich da einfach mit reingehauen. Was macht jetzt Maca? Ist auf jeden Fall, wenn du sagst, dein Zyklus ist nicht ganz gleichmäßig und du hast einen Kinderwunsch und diese ganzen Sachen, kann auch auf Menstruationsbeschwerden und so, kann es hilfreich sein,
weil Maca den Hormonhaushalt ausgleicht, aber eben nicht so stark, wie wenn du jetzt zum Beispiel die Pille nimmst. Das ist ja ein Hormonhammer, der haut dir ja da rein, bringt ja alles durcheinander. Reden wir auch gleich noch drüber. Aber das Maca bringt auf sanfte Art deinen Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht und deinen Zyklus eben, macht deinen Zyklus auch wieder regelmäßig, und das ist ja ganz, ganz wichtig. Wenn du schwanger werden möchtest, dann ist natürlich ein regelmäßiger Zyklus wichtig, beziehungsweise dass natürlich auch einfach ein Eisprung stattfindet. Denn das wissen wahrscheinlich die meisten, die sich schon mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigt haben. Ich wusste das zum Beispiel früher nicht. Eigentlich Wahnsinn, dass man das als erwachsene Frau lange Zeit nicht weiß, dass man nur an, es sind eigentlich nur 6 Tage im Monat, wo du überhaupt schwanger werden kannst. Das sind die 5 Tage, beziehungsweise die 4 Tage vor dem Eisprung, der Tag des Eisprungs, und dann noch die 24 Stunden danach, während die Eizelle auf dem Weg noch ist und unterwegs ist, kann sie noch befruchtet werden. Und ja, je näher du natürlich dann Geschlechtsverkehr hast an dem Termin von dem Eisprung, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Eizelle befruchtet wird. Also das ist natürlich auch grundlegend schon mal wichtig zu wissen, und da werden wir aber gleich auch noch ein bisschen über das Thema genauer sprechen. So, dann ist ganz, ganz wichtig: Es gibt verschiedene Arten von Maca. Es gibt nämlich das rote Maca. Das rote ist für die Frauen. Es gibt es auch bei InnoNature, die haben überwiegend Produkte für Frauen. Aber ein ganz, ganz wichtiges Maca, das kann ich dir mal unten in der Infobox auch verlinken. Das ist gar nicht so gebräuchlich und gar nicht so leicht zu bekommen. Viele wissen das gar nicht. Für den Mann gibt es schwarzes Maca, und das finde ich ganz, ganz wichtig, das anzusprechen. Wie gesagt, wir Frauen denken immer so, es geht da nur um uns. Es kann ja auch sein, dass bei der Frau alles reibungslos läuft und beim Mann ist einfach die Spermienqualität nicht so hoch, nicht so gut, und das muss auch kein Drama sein. Das kann zum Beispiel auch der Hormonhaushalt von Männern ist genauso sensibel wie der von uns Frauen. Und wenn der Mann in den letzten Monaten viel Stress gehabt hat in seinem Leben, sich nicht gut ernährt hat, raucht, Alkohol getrunken hat, was auch immer, kann auch sein Hormonhaushalt total aus dem Gleichgewicht sein und demzufolge auch seine Spermienqualität einfach nicht gut sein. Und das macht eben das schwarze Maca, also auf jeden Fall da auch ganz gut für den Mann zu supplementieren. Die Anzahl der Spermien steigt dadurch, die Spermien werden beweglicher, die werden agiler. Es gibt da echt ganz tolle Berichte, kannst du auch mal, wenn dich das Thema genauer interessiert, ein bisschen googeln, dich ein bisschen einlesen. Schwarze Maca beim Mann, da gibt es wirklich auch Berichte von Leuten, die in der Kinderwunschklinik waren, wo dann auf einmal sich wirklich innerhalb von ein paar Wochen beim Mann die Spermienqualität auf einmal total verbessert hat. Und das ist natürlich toll, dass man das einfach so, ja, auf natürliche Weise auch unterstützen kann. Ja, dann, was ich noch gemacht habe, ich habe noch Folsäure genommen. Folsäure ist natürlich klar in der Schwangerschaft total wichtig, weil Folsäure zum Beispiel wird benötigt, um Erbmaterial zu bilden, und das macht ja der Körper, ne? Das ist ja das, was bei einer Befruchtung passiert und was auch passiert, wenn du dein Baby kreierst, dann letztendlich im Bauch. Und es wird angeraten, das hatte mir auch damals mein Frauenarzt schon geraten, dass man, wenn man einen Kinderwunsch hat, dass man direkt anfängt, auch quasi in der Übungsphase schon Folsäure zu benutzen. Bei mir war es so, ich wollte, habe ich schon mal erzählt, ne? Also habe ich schon öfter früher mal erzählt, die mir lang folgen, die wissen das. Ich wollte lange gar keine Kinder und hatte gar keinen Kinderwunsch, und dann kam das immer so nach und nach so schleichend, dass ich und mein Mann auch, wir uns so gesagt haben, ja, vielleicht können wir uns das ja doch vorstellen. Und so Anfang des Jahres, jetzt haben wir so gesagt, ach, na ja, das können wir uns schon irgendwie vorstellen. Und dann war es so, bei mir, ich hatte dann ja, mit meinem Frauenarzt gesprochen, und dann kam irgendwie raus, dass ich diese, was ist denn das, Rötelimpfung, dass ich die nie bekommen habe als junges Mädchen, und das ist ja in der Schwangerschaft so eine heikle Sache mit Röteln. Und dann dachte ich mir, ach Mensch, komm, dann mache ich die jetzt noch. Und dann darf man 3 Monate definitiv nicht schwanger werden, wenn man diese Impfung bekommen hat. Und habe dann quasi diese 3 Monate noch genutzt, um Jod und Folsäure zu nehmen. Ich glaube, das war irgendwie so im April oder so. Ja, sowas um den Dreh, wo ich diese Impfung bekommen habe. Und ja, habe dann die 3 Monate quasi noch genutzt und habe dann gedacht, ah ja, dann nehme ich schon mal Folsäure. Und wenn dann die 3 Monate rum sind, dann kann man ja dann mal langsam probieren, ob es denn klappt. Ja, wie gesagt, bei uns hat es dann auch direkt geklappt. Das war dann mehr als überraschend. Da haben wir jetzt nicht damit gerechnet, dass es jetzt direkt beim ersten Versuch auch funktioniert. Was wirklich einfach ein Wunder ist und was auch nicht selbstverständlich ist. Also muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Und ja, dann beim Thema Kinderwunsch, das ist, denke ich, jedem klar. Was natürlich einfach eine große Rolle spielt, ist natürlich eine gesunde Lebensweise. Ich würde wirklich jeder Frau raten, wenn du einen Kinderwunsch hast, jetzt schon mal mit dem Rauchen aufzuhören. Dann hast du es, also falls du Raucherin bist, dann hast du es später leichter.
Ich würde generell jedem empfehlen, mit dem Rauchen aufzuhören, aber ja, es ist ja nicht so leicht, wenn man jetzt von heute auf morgen, dann fällt es dir auch später leichter, wenn du dann tatsächlich schwanger bist. Aber das sind natürlich auch Sachen, auch bei deinem Mann, der sollte auch nicht rauchen. Alkohol, ich würde auch in der Kinderwunschzeit generell auf Alkohol verzichten. Sich gesund, ausgewogen zu ernähren, das sind keine Garanten dafür, dass du schwanger bist. Bei mir hatte neulich eine Frau bei Instagram geschrieben, dass sie gesagt hat, oh, das ist irgendwie, tut ihr das total weh zu hören, weil es bei ihr schwierig ist mit dem Schwangerwerden und ihr gibt das so ein bisschen das Gefühl, sie hätte da irgendwie was falsch gemacht, weil sie sich nicht gut genug ernährt hat. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt einfach auch medizinische Ursachen, für die kannst du nichts und die gehören einfach in die moderne Fortpflanzungsmedizin und die gehören da einfach behandelt. Aber was ich dir sagen muss, auch eine Kinderwunschbehandlung kann von diesen Nahrungsergänzungsmitteln profitieren. Da gibt es auch ganz tolle Erfahrungsberichte von Frauen, die auch diese ICSI-Behandlung erfolglos durchgeführt hatten und haben dann plötzlich angefangen, D3 zu nehmen und Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich zu nehmen und dann war plötzlich auch die künstliche Befruchtung erfolgreich. Also es gibt, ich bin ja ein großer Freund davon, nicht entweder oder, entweder ganzheitlich oder Medizin, sondern beides zusammen. Also wir haben tolle, moderne Medizin heute und letztendlich ist es ja dann am Ende auch egal, wie ein Baby entsteht. Das Kind, was zu dir kommen soll, kommt früher oder später zu dir. Sei es auf natürlichem Wege, sei es durch künstliche Befruchtung oder vielleicht eben auch durch eine Adoption. Also da glaube ich ganz fest dran. Und ja, da kann man auf jeden Fall auch ja, eine künstliche Befruchtung und eine Kinderwunschbehandlung kann man auf jeden Fall den Körper da auch gut unterstützen. Ja, das waren jetzt so die Nahrungsergänzungsmittel, die ich genommen habe, beziehungsweise wir genommen haben. Mein Mann hat alles genommen, außer eben das Rote Macker ist für Frauen nicht und das Folsäure hat er natürlich auch nicht genommen. Das, was du auch noch gut nehmen kannst, ist zum Beispiel Omega-3 und was ich noch vergessen habe, was ich nicht genau noch genommen habe, ist Zink, das ist für die Sexualorgane zum Beispiel super wichtig, auch beim Mann, also ruhig auch als Mann gerne Zink supplementieren und insgesamt wahnsinnig gut fürs Immunsystem. Also ich nehme schon lange Zink ein und ich hatte, glaube ich, seit 2 Jahren, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich mal auch nur einen Schnupfen hatte. Ich hatte seit 2 Jahren keine Erkältung, gar nichts mehr. Also ich bin überzeugt davon, dass es auch damit tatsächlich zusammenhängt. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Ich habe mir hier so eine kleine Checkliste gemacht hier unten, dass ich da immer mal drauf gucke, dass ich nichts vergesse, weil das Video ist so umfangreich, dass ich auch wirklich ja, dir da alle Infos mitgebe, die ich dir mitgeben möchte. Das war es erstmal weitgehend zum Thema Nahrungsergänzung. Also da kann man natürlich schon ganz viel machen. Der nächste Punkt, ja, was ich eben schon angesprochen hatte, ist ja auch das Thema, du kannst nur an gewissen Tagen schwanger werden. Das wissen natürlich die meisten und da hatten auch viele gefragt, habe ich das jetzt so gemacht, dass ich jetzt direkt den Zeitpunkt so abgepasst habe? Nein, ich habe das nicht gemacht. Wir haben tatsächlich einfach gesagt, okay, wir gucken jetzt einfach mal und dann, wie es halt läuft. Aber das wäre dann natürlich der nächste Schritt, wenn man entspannt anfängt und probiert, dass man dann irgendwann wirklich gezielt guckt, wann ist denn mein Eisprung? Ja, wann ist denn dein Eisprung? Das wissen ja viele Frauen oftmals gar nicht, gerade wenn du lang die Pille genommen hast. Thema Pille, da möchte ich auch auf jeden Fall in dem Video nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich hatte mal, das ist schon ein paar Jahre her, ein Video auf meinem Kanal, warum ich die Pille nicht mehr nehme und warum ich sie nie wieder nehmen würde. Das hat mir damals YouTube leider als anstößigen Content kategorisiert. Frag mich nicht warum, super schade, ich musste das runternehmen. Aber da habe ich eben so meine ganze Geschichte erzählt und da bin ich davon überzeugt, dass es auch ein Grund war, warum es bei uns so schnell geklappt hat. Ich nehme schon seit 9 Jahren die Pille nicht mehr. Hatte sie damals, ja, aus mehreren Gründen wollte sie dann einfach nicht mehr nehmen, habe dann, als ich die Pille abgesetzt habe, erst gemerkt, was das für einen Impact auf meinen Körper hat. Ich habe mich mit der Pille eigentlich immer ganz, dachte ich, normal gefühlt. Sobald ich sie abgesetzt hatte, habe ich gemerkt, so wow, was das für ein neues Lebensgefühl ist. Und ja, auf einmal auch seinen Zyklus zu spüren und seinen weiblichen Zyklus zu spüren, das ist eine ganz spannende Sache, weil man sich da so unter der Pille, das ist ja ein künstlicher Zyklus, in dem du lebst, das ist eine künstliche Abbruchblutung und man hat gar nicht so dieses Körpergefühl. Und das fand ich ja total
mindblowing irgendwie dann, diese Pille nicht mehr zu nehmen. Dann ging mir super gut damit. Und ja, das kann ich wirklich nur jeder Frau raten, wenn du einen Kinderwunsch hast. Auch wenn du sagst, ich habe jetzt keinen akuten Kinderwunsch, auch vielleicht so in 2, 3 Jahren, ich könnte es mir vorstellen. Ich habe einen festen Partner schon und mit dem könnte ich mir das vorstellen. Ich würde direkt die Pille aus dem Fenster werfen. Also ich bin sonst nicht so extrem mit irgendwelchen Sachen. So jeder wie er möchte von der Pille. Ich weiß, die Pille hat auch viel für die Emanzipation der Frau getan. Aber wenn man es vermeiden kann, ich persönlich würde sie nicht mehr nehmen. Und eine Verhütungsmethode, die ich dir sehr empfehlen kann, eben auch auf das langfristig gesehene Ziel mit einem Kinderwunsch irgendwann mal, ist NFP, natürlich Familienplanung. Die Temperaturmethode finde ich persönlich die beste Verhütungsmethode und ja, wie man sieht, auch eine sehr sichere Verhütungsmethode. Ich bin ja nur auch die letzten Jahre, als ich es nicht wollte, auch nicht schwanger geworden damit. Aber was ich daran toll finde, man lernt seinen Zyklus wahnsinnig gut kennen und man weiß, wann sein Eisprung ist. Man spürt das einfach, wenn der Eisprung ist, und man bekommt so ein ganz sensibles Körpergefühl und das ist richtig toll. Und es ist ganz normal, wenn du die Pille nimmst und die Pille absetzt, dass dein Zyklus bis zu einem Jahr wirklich brauchen kann, bis er wieder reguliert und normal ist und bis du überhaupt erst wieder schwanger werden kannst. Natürlich gibt es auch Frauen, die nehmen die Pille, setzen sie ab und werden sofort schwanger. Also das kann natürlich auch klar sein. Aber ja, die Pille kann auf jeden Fall ein Einflussfaktor sein. Es gibt dann auch noch diese Möglichkeit, so Ovulationstests zu machen. Das sind diese Schwangerschaftstests, da pinkelt man drauf, so um die Zeit des Eisprungs. Und dann kann man den so ganz gezielt bestimmen. Da habe ich leider gar keine Erfahrungen damit, da kann ich dir nicht viel dazu sagen. Aber das wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe es ganz eilig und möchte jetzt unbedingt auf diesen einen Termin hinarbeiten. Dann möchte ich noch kurz, ich weiß, das Video ist super lang, aber das kennst du ja schon von mir, ich möchte noch kurz auf das Thema Entspannung kommen, denn ich glaube, jedes Paar, wo es nicht sofort klappt und wenn man das dann irgendwie Freunden oder so erzählt, dann haben die Leute immer so einen wahnsinnig guten Ratschlag und sagen dann so Sachen wie, Mensch, entspann dich doch einfach mal, fahr doch mal in Urlaub, entspann dich doch mal, das ist doch alles psychisch. Das ist natürlich der letzte Ratschlag, den irgendwie jemand gebrauchen kann. Es ist natürlich richtig. Natürlich, unser Hormonsystem ist wahnsinnig fragil. Und du kennst es vielleicht auch von deiner Periode. Also ich weiß es noch, wenn zum Beispiel wenn man eben die Pille nicht nimmt, dann merkt man diese Schwankungen extrem. Wenn du Stress hast, wenn es dir nicht gut geht, sind auf einmal dein PMS stärker, deine Regelschmerzen stärker und solche Sachen. Und ja, Stress und unsere Psyche und Hormonhaushalt sind total connected, aber das ist so dieses Denk nicht an den rosa Elefanten, also dieses Entspann dich mal ist der schlimmste Rat, den man jemandem geben kann, weil es setzt auch so unter Druck, es sagt halt dann auch im Umkehrschluss wieder, ja, ihr seid ja selber schuld, dass es bei euch nicht klappt, weil ihr seid ja nicht entspannt. Und das kann ich dir eben aus meiner Arbeit als Entspannungstrainerin auch mitgeben und das gebe ich auch immer meinen Klienten gerne mit. Entspannung kommt nicht einfach so. Entspannung ist tatsächlich Arbeit. Ich weiß, es klingt wie voll der blöde Widerspruch, aber es ist so. Entspannung kommt nicht, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich entspanne mich jetzt. Sondern es gibt tatsächlich verschiedene Entspannungstechniken und es heißt ja auch nicht umsonst Yoga-Praxis, Achtsamkeitspraxis und so weiter, Meditationspraxis. Da steckt ja in dem Wort Praxis, steckt schon Praktizieren drin. Also es heißt, dass man wirklich ganz gezielt sich mit sich selbst, seiner Psyche, seinem Stresslevel auseinandersetzt. Sowohl du als auch dein Mann, gerade auch die Männer sind immer so, dass sie das gar nicht so gern zugeben, dass sie irgendwie, dass es ihnen nicht gut geht und dass sie da sehr gestresst sind. Aber auch für Männer ist es super wichtig. Und es gibt verschiedene Entspannungstechniken, da musst du die richtige für dich finden oder auch für deinen Partner finden. Für die einen ist Yoga. Ich meine, Yoga ist natürlich toll, auch noch aus anderen Gründen, reden wir auch gleich noch kurz drüber. Aber für die einen ist Yoga einfach, das ist sozusagen, das ist nicht mein Ding. Es ist mir zu spirituell. Meditation ist nicht jedermanns Sache. Es gibt zum Beispiel auch noch so, sage ich mal, sehr rationale Entspannungstechniken. Das wäre dann zum Beispiel sowas wie progressive Muskelentspannung. Da gibt es zum Beispiel Volkshochschulkurse, die du belegen kannst. Jetzt auch gerade viele Online-Kurse. Da, wo du ganz gezielt in die Anspannung reingehst. Und du lernst gezielt anspannen, entspannen. Also das ist was sehr Rationales, was oft auch gerade bei den Männern kommt. Das ist immer sehr gut an, wenn ich da so Kurse gebe, dass die dann sagen so, ah ja, das ist was, das ist nicht so esoterisch, da komme ich gut mit klar. Es gibt autogenes Training, ja, es gibt die Achtsamkeitspraxis, die man einfach so jeden Tag im Alltag praktizieren kann. Also das kann ich nur jedem raten, lerne eine Entspannungstechnik
und arbeite dran an deiner Entspannung und deiner inneren Balance, weil dieses, oh, ich entspanne mich jetzt einfach mal, das funktioniert nicht. Also das ist tatsächlich, ja, gelassen zu sein, entspannt zu sein, generell im Leben, auch abgesehen jetzt vom Thema Kinderwunsch, passiert nicht einfach so, sondern es ist tatsächlich auch, ja, eine Art von Praxis, eine Art von Arbeit. Dann wollte ich dir noch was mitgeben, deshalb habe ich gesagt, nur mal kurz aufs Thema Yoga zurückzukommen. Klar, Sport, Bewegung und so super wichtig, gerade auch Yoga super wichtig, denn was auch ein Faktor sein kann, weshalb es vielleicht mit dem Kinderwunsch ein bisschen schwierig ist, kann das Thema verklebte Faszien sein. Das Thema Faszien ist so ein spannendes Thema. Ich habe da schon immer wieder am Rande drüber geredet. Viele haben das Wort noch nie gehört, alle unter euch, die schon mal in der Yogastunde waren, die kennen das wahrscheinlich, da wird viel über Faszien geredet. Faszien ist quasi so eine Bindegewebsstruktur, die unseren ganzen Körper umspannt und die quasi alles miteinander verbindet. Wir denken oft, wir haben verspannte Muskeln und dabei sind es eigentlich die Faszien, die Probleme machen. Ja, und diese Faszien, die haben wir natürlich nicht nur im Gesicht und im Rücken, sondern auch in zum Beispiel um unsere Gebärmutter, in unserem Genitalbereich. Und es kann durchaus sein, dass dort irgendwelche verklebten Faszien dazu führen, dass sich eine Eizelle nicht richtig einnisten kann, dass sie nicht richtig durch den Eileiter kommt. Und es können alles Sachen sein. Also ich würde dir auf jeden Fall auch empfehlen, diese Dehnübungen, es gibt so Faszien-Yoga und sowas zu machen und vielleicht auch mal einen Besuch beim Osteopathen. Ich bin ein großer Fan von Osteopathie, mir hat das, ja, aus meiner eigenen Geschichte, ich kann dir da Sachen erzählen, ich hatte immer so eine chronische Schwindelerkrankung, seitdem bin ich ein Riesenfan von Osteopathie, die hat mich wirklich gerettet. Und ja, das war auch so eine ganz komische Geschichte, da war mein verspannter Kiefer, war dann dafür verantwortlich, dass das Gleichgewichtsorgan irgendwie da nicht richtig arbeiten konnte und ja, so kann es eben auch sein. Also da nicht blöd vorkommen, wenn du zum Osteopathen gehst und sagst, können sie denn auch mal den Bereich hier um meine Gebärmutter und so anschauen, ob da verklebte Faszien sind, der wird dir nicht auslachen, sondern der kennt die Thematik und da kann man natürlich auch sehr viel machen und das finde ich ist auch eine schöne ganzheitliche Sache, was sich durchaus mal lohnt anzuschauen. Dann ist noch ein Faktor, den möchte ich noch gerne ansprechen, ist der Faktor Zahngesundheit. Fruchtbarkeit und Zahngesundheit hängen sehr stark zusammen, also du solltest auf jeden Fall, wenn du einen Kinderwunsch hast und auch dann, wenn du nachher schwanger bist, unbedingt deine Zahngesundheit kontrollieren lassen. Regelmäßig professionelle Zahnreinigung, denn wenn wir Entzündungsherde haben, da haben wir wieder das mit dem Kurkuma, aber wenn du natürlich ein Karies hast, kann der Kurkuma dir auch nicht mehr helfen. Es ist ein Entzündungsherd, der brodelt im Körper und das kann sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken. Also du siehst, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema mit ganz, ganz vielen Facetten und im Endeffekt weiß man dann nie so genau, was da reinspielt. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, diese ganzheitlichen Sachen, Nahrungsergänzung, Entspannung, Yoga, die können wunderbar unterstützen, aber es gibt eben auch, je nachdem, was die Diagnose ist, es gibt medizinische Indikatoren, da kannst du mit Ernährung und Nahrungsergänzung nichts mehr machen. Aber das ist eben das Gute. Wir haben ja heute auch wunderbare, moderne Medizin, mit der man da sehr viel machen kann. Und da möchte ich dich wirklich auch ermutigen, wenn du sagst, irgendwie bei uns klappt es nicht, trau dich deine Frauenärztin, deinen Frauenarzt anzuvertrauen, sprich darüber. Und der nächste Schritt wäre dann eben auch ein Kinderwunschzentrum. Und das ist mit Sicherheit nicht so leicht zu sagen, okay, wir wagen jetzt diesen Schritt, weil man ja doch dann denkt, ach, was muss doch auf natürlichem Weg klappen. Aber auch da kann ich dir sagen, spielt die Psyche eine große Rolle bei diesen ganzen Sachen, auch bei der Kinderwunschbehandlung. Du musst dich auch auf diese Behandlung einlassen, denn wenn du dich innerlich dagegen so sperrst, dann ist es auch schon wieder für dein hormonelles Gleichgewicht nicht gut. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und wenn es wirklich über einen längeren Zeitraum nicht funktioniert, auch mit diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln, den ganzen Hilfsmitteln nicht, dann wäre das auf jeden Fall der Weg. Und auch da, das muss nicht diese Behandlung, eine ICSI-Behandlung oder was es da alles gibt, das muss ja nicht direkt so sein. Es gibt ja auch zum Beispiel viel kleinere Eingriffe, was die machen können. Oder die können gucken im Ultraschall, wann reift denn da eigentlich eine Eizelle? Hast du überhaupt einen Eisprung? Und diese ganzen Sachen, also das ist auf jeden Fall auch was, wo man dann auch mal drüber nachdenken kann. Und letztendlich ist dann natürlich auch noch die Möglichkeit einer Adoption. Ich habe es bei einer Freundin mitbekommen, den Weg dahin, und sie ist heute glückliche Mami und hat zwei süße Kinder und ist eben ja dann durch Adoption zu ihrer Wunschfamilie gekommen. Und das ist ja auch wunderschön. Und
Ja, das möchte ich dir einfach auch noch mit auf den Weg geben, dass es da ganz viele verschiedene Wege gibt und dass man ja da den Mut behält, auch wenn es lange Zeit vielleicht jetzt nicht direkt klappt. Genau, so war das bei uns, so habe ich das gemacht. Ich hoffe, dass vielleicht für dich der ein oder andere hilfreiche Tipp mit dabei war. Vielleicht hast du auch Lust, in den Kommentaren ein bisschen was mit uns zu teilen. Vielleicht hat ja jemand da noch eine Geschichte, wo sagt, ja, ich habe das und das gemacht und dann hat es bei mir plötzlich ganz schnell mit der Schwangerschaft geklappt. Das ist ja auch immer schön, sich da ein bisschen auszutauschen, weil da gibt es ja wirklich ganz spannende Geschichten und es ist ja wirklich sehr, sehr individuell. Ich hoffe, dass dir das Video weitergeholfen hat, dass es dir ein bisschen Spaß gemacht hat. Wenn ja, lass mir gerne ein Abo da und ein Däumchen hoch. Da freue ich mich. Ich mache hier regelmäßig Videos zum Thema ganzheitliche Gesundheit, viel auch Food, Ernährung und eben jetzt auch dann zum Thema Schwangerschaft und bald zum Thema Mama sein. Und folgt mir gerne auch auf Instagram. Da teile ich auch immer ganz viele. Habe ich auch ein Story-Highlight zum Thema Nahrungsergänzung. Da habe ich eigentlich fast jedes Nahrungsergänzungsmittel, was es so gibt, und habe dir da eine ganze Liste dazu geschrieben, was das genau macht in deinem Körper, was das genau für einen Benefit hat. Und hier auf meinem Kanal gibt es auch ein Video zum Thema Nahrungsergänzung. Da wird das auch genau erklärt. Ja, ich danke dir sehr fürs Zuschauen. Das Video ist ewig lang geworden. Ich verabschiede mich jetzt endlich mal und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Danke dir fürs Zuschauen. Ciao.